Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Sierra-Video. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Ronald und bin schon eine ganze Weile dabei, diesen alten Sierra XL4 zu restaurieren. Heute soll es um den Motorlauf gehen, der ist nicht so ganz optimal, er nimmt ein bisschen schlecht Gas an und ich hoffe, dass ich das verbessern kann. Schaut es euch gerne an, wie es weitergeht. Ja, heute soll es darum gehen, dass die Ventile von dem Sierra eingestellt werden. Da muss man einen ganzen Haufen Teile entfernen und ich habe einen Tipp bekommen, dass der Motorlauf oder besser gesagt, dass die Gasannahme bei dem Modell sehr davon abhängt, wie die Ventile eingestellt sind. Und ich glaube, so wie der Wartungszustand ist bei dem Fahrzeug, werden wahrscheinlich die Ventile auch nicht eingestellt worden sein. Denn das Öl läuft hier aus den Ventildeckeln unten raus über den ganzen Motor. Alles war unten verölt. Ich habe das jetzt alles mal abgekerchert, um überhaupt einigermaßen saubere Finger zu haben. Und ich will jetzt die Ventildeckel ausbauen und dann auch gleich die Ventildeckel einmal lackieren, wenn ich die schon mal abhab. Ich habe auch neue Dichtungen und einen Keilriemen. Ich will das dann auch gleich einbauen. Ihr könnt das alles gerne verfolgen. Und ich fange dann mal an, hier die Teile auszubauen, um vernünftig an die Ventile ranzukommen und die Kurbelwelle. Mal sehen, wie das so läuft. Jetzt kommt man hier schon gut aus die Kurbelwelle rauf, um den Motor nachher durchzudrehen. Ich werde mal noch die Zündkerzen alle entfernen und dann macht sich das später auch leichter, ihn durchzudrehen. Natürlich kommt man hier auch ein bisschen bescheiden ran, aber es geht noch. Ja, die sehen relativ neu aus. Die wurden wahrscheinlich mal getauscht. Ja, und dann würde ich auch schon mal den Ventildeckel abschrauben. Die Schrauben sind alle nicht sehr fest, also das könnte auch der Grund gewesen sein, warum der so stark mit Öl geleckt hat. Aber ich denke, die Dichtung wird auch fertig sein von dem Ventildeckel. Und da sind ja, glaube ich, noch die Korkdichtungen drin. Also ist das alles wahrscheinlich am Ende. Ordentlich Ölkohle dran. Ja, das ist ganz gut, dass der mal neues Öl gekriegt hat. So, jetzt auch noch die andere Seite. So kann man das ein bisschen besser erkennen. Ja, den müsste ich dann auch mal neu machen. Ist auch ziemlich dicht gesetzt. Aber der kriegt einen neuen Schlauch. Ja, hier sieht es aus wie drüben auf der anderen Seite. Alles schön verrußt. Ja, dann werden wir uns mal an die Ventile machen. Die Ventildeckel sind ab. Man kann jetzt schön die Ventile sehen beidseitig. Man kommt zwar nicht gut ran, aber man kann sie sehen. Mein Ausgangspunkt ist jetzt der OT. Ich weiß nicht, ob ihr den hier ganz gut erkennen könnt. Der ist hier auf der Riemenscheibe. Ich habe eine 19er Nuss drauf gesteckt und habe ihn jetzt auf den OT gedreht. Jetzt schaue ich mir den ersten Zylinder an und bei dem überschneiden die Ventile. Also wenn ich vor und zurück drehe, bewegen sich die Ventile gegenläufig. Das heißt, ich muss hier jetzt noch eine ganze Umdrehung durchdrehen, bis ich im fünften Zylinder die Ventile überschneiden. Dann kann ich den ersten Zylinder einstellen. Also das wäre jetzt hier auf OT. Jetzt sind im fünften Zylinder die Ventile beim Vor- und Zurückdrehen in Überschneidung. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Ja, die bewegen sich. Ich gucke nochmal genau, dass ich meinen OT habe. Und jetzt kann ich den ersten Zylinder einstellen. Der Auslass ist immer da, wo der Auspuff ist. Das ist das Auslassventil und das ist das Einlassventil. Das Einlassventil hat in dem Fall 0,35 und das Auslassventil 0,40. Also die 0,35 gehen da locker durch, 0,40 auch und die
Im Auslass ging die 040 auch ganz locker durch, also die müssen beide eingestellt werden, da wurde wahrscheinlich nie was gemacht. Was mir ein bisschen Hoffnung macht, dass der dann wahrscheinlich auch besser laufen wird. Die Ventillähren sollten saugend durchgehen, aber es gehen hier bei beiden Seiten die 040 locker durch, also müssen wir da ein bisschen nachdrehen. Ich ziehe die Schraube vom Einlassventil jetzt mal ein bisschen nach, bis das Ventilblatt saugend durchgeht. Er könnte noch ein bisschen. Ja, das wäre so der Bereich, wo er saugend durchgeht. Jetzt haben wir das 040er Blatt für den Auslass. Da muss ich auch ein ganzes Ende nachziehen. So, das 040er Blatt geht ganz leicht durch. Ich setze hier meinen Elver auf und hoffe, dass ich den ein wenig gedreht kriege. Ja, jetzt kommt er. Geht immer noch locker durch. Ja, so ist es schon besser. So, das ist saugend. Jetzt stimmen beide Ventile und ich kann mich dem nächsten Zylinder widmen. So, alles top. So, ich drehe jetzt die Kurbelwelle eine Drittelumdrehung weiter nach rechts und dann sollten sich die Ventile des dritten Zylinders überschneiden. Das wäre ja dieser. So, die überschneiden jetzt. Und dann kann ich die Ventile des vierten Zylinders einstellen, wenn die im dritten Zylinder überschneiden. Wir gehen mal rüber. Die Ventile im dritten Zylinder haben überschnitten und ich kann den Zylinder 4 einstellen. Das schauen wir wieder. Rechts am Auslass ist das Auslassventil und links das Einlass. Das Einlassventil geht saugend, das stimmt also. Und das Auslassventil hat Luft, müssen wir einstellen. Und wie auf der anderen Seite ist hier auch richtig Spiel. So, das geht ziemlich schwer, aber es geht. Oh. So, das Auslassventil geht jetzt auch saugend. Wir prüfen nochmal beide. Auslass und Einlass. Beide top eingestellt. So, jetzt geht es wieder weiter an der Kurbelwelle. Die Ventile des sechsten Zylinders überschneiden. So, das ist jetzt der Fall. Die Ventile des sechsten Zylinders überschneiden, wenn ich sie hin und her bewege, die Kurbelwelle. Und ich habe den Punkt, wo sie gegenläufig hoch und runter gehen. Jetzt kann ich den zweiten Zylinder einstellen, wenn der sechste überschneidet. Da schauen wir wieder. Rechts in dem Fall oder nach hinten ist das Auslassventil, also so wie der Krümmer zu den Ventilen geneigt ist, da ist das Auslassventil. Da ist wieder richtig Luft im Auslassventil. Und im Einlass des zweiten Zylinders ist auch richtig Spiel. Also die müssen wir beide einstellen. So, geht saugend durch. Einlassventil stimmt schon mal. Und Auslassventil müssen wir auch nachstellen. Könnte noch ein bisschen strammer. So, so ist ab. Geht saugend durch. Einlass auch. Beide Ventile sind eingestellt. Jetzt drehe ich die Kurbelwelle weiter, bis die Ventile des ersten Zylinders überschneiden. Das Auslassventil geht schon zu. Das Einlassventil geht auf. Jetzt suche ich den Punkt, wo beide sich hin und her bewegen. Das ist dann auch genau der OT. Und der fünfte Zylinder kann eingestellt werden. Wie der fünfte Zylinder aussieht, hier ist das Auslassventil auch wieder zum Krümmer übereinstimmend. Also man sieht, der Krümmer und das Auslassventil sind auf einer Ebene. Da ist auch wieder richtig Spiel. Und beim Einlass auch. Also beide nachdrehen. Ich schätze mal, hier wurden nie die Ventile eingestellt oder sehr selten wahrscheinlich. Und das kann natürlich den Motorlauf ziemlich schlecht machen. So, Einlass ist jetzt zu stramm, muss noch mal ein bisschen lösen. Einlass stimmt, Auslass ziehen wir auch gleich mal ein bisschen nach. Der Auslass stimmt, ist jetzt saugend. Einlass ist ein bisschen zu lose, stimmt jetzt auch. So, jetzt schauen wir, dass der Zylinder 4 überschneidet. Ich drehe die Kurbelwelle also weiter. Hier ist es jetzt so, dass das Auslassventil zugeht und das Einlassventil leicht wieder auf. Ich drehe so ein bisschen hin und her, bis ich den Punkt habe. Und jetzt können wir den Zylinder 3 einstellen. Dann gehen wir einmal rum. Wir schauen wieder. Einlassventil ist nach hinten. Ist wieder richtig Spiel. Auslassventil zum Krümmer geneigt. Auch richtig Spiel. So. Wir fangen mit dem Auslass an. Mit dem 040er Blatt. Ziehen ein bisschen nach, aber der kann noch mehr vertragen. Er geht jetzt saugend rein, die 040, ins Auslassventil. Das ist richtig.
Den gebe ich auch ein bisschen. So, 0,35 im Einlass. Geht saugend rein. Also genau richtig angezogen. Jetzt stimmen die Ventile auch vom dritten Zylinder. Jetzt drehe ich die Kurbelwelle so weit durch, dass Zylinder 2 überschneidet. Da sehen wir schon, wie das Auslassventil jetzt langsam zugeht und das Einlassventil aufgeht. Ich suche wieder den Punkt. Und jetzt können wir den Zylinder 6 einstellen. Schauen wir mal, wie der so ist. So, Zylinder 6. Zylinder 6 ganz hinten an der Stirnwand. Das Einlassventil ist ganz hinten. Ich stecke mal die Fühlerleere rein. Die 0,35 fällt rein. Habe ich auch nicht anders erwartet. 0,40 ist nach innen. Fällt auch durch. Also beide nachziehen. So, die 0,40 passt. Wunderbar. Saugend. Jetzt noch die 0,35 auf dem Einlassventil. Geht auch saugend rein. So, Ventile sind alle eingestellt. Waren natürlich alle außer dem Wert. Also alle viel zu viel Luft. Mal sehen, wie sich das nachher in dem Motorlauf bemerkbar macht. Ich werde jetzt die Ventildeckel einmal reinigen und ja, entlacken und neu lackieren, damit das auch alles ein bisschen schicker aussieht wieder. Und dann kommen die wieder rauf. Leute, ich hoffe, ich habe oft genug saugend gesagt. Die Ventildeckel sind auch wieder drauf. Sind jetzt in schwarz, ein bisschen frischer. Auch der Schlauch hier von der Motorentlüftung ist neu. Ich habe jetzt eine Blitze angeschlossen, um mal den Zündzeitpunkt zu testen. Habe dafür den Unterdruckschlauch hier dicht gemacht, der auf den Zündverteiler aufgeht. Und eine Blitzlampe angeschlossen und jetzt will ich ihn mal anschmeißen und überprüfen, ob der Zündzeitpunkt übereinstimmt. Und zwar sollte der so zwischen 9 und 12 Grad VOT haben. Ja, ich schmeiße ihn mal an und dann werden wir das mit der Blitze mal prüfen. Und ich hoffe, wenn das stimmen sollte, dass er dann läuft. Anspringen tut er schon mal gut. Das ist mein neuer Hocker. So, jetzt müssen wir mal die Markierung von der Kurbelwelle überprüfen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ah ja. Ich habe die Blitzlampe vorher, jetzt kann man es schlecht erkennen, auf 12 Grad eingestellt. So geht es, glaube ich. Und dann blitze ich ihn hier mal an. So, jetzt kann man es sehen. Ja, von der Sache her stimmt er ganz genau. Also die Markierung stimmt genau überein mit dem OT. Das können wir so lassen. Ja, mal schauen, ob er jetzt Gas annimmt. Ja, noch nicht viel besser, aber ich muss ja auch den Unterdruckschlauch wieder anschließen. Aber der Motorlauf ist schon mal richtig schön ruhig. Also der Motor hört sich an wie neuer. Es hat wirklich viel gebracht mit den Ventilen. So, den Unterdruckschlauch wieder ran. Dann hebt er das Gas ein bisschen, oder besser gesagt die Drehzahl ein bisschen an, weil er ein bisschen auf früh geht. Aber so richtig schön nimmt er das Gas noch nicht an. Ja, die Fehlersuche geht weiter. Bin jetzt erstmal noch ein bisschen ratlos. Hab hier auch ein paar Sachen überprüft, so wie diesen Schlauch hier. Der soll auch für sowas zuständig sein. Der soll verhindern, dass der Motor überfettet beim Gaswechsel. Den Warmlaufregler habe ich ja schon mal überholt. Ich würde ihn jetzt noch mal ein bisschen wärmer laufen lassen, also dass er richtig warm ist. Und dann noch mal gucken, ob er besser Gas annimmt. Aber momentan, wenn er kalt ist, ist es nicht allzu doll. Aber der Motorlauf ist auf jeden Fall viel ruhiger und viel, viel leiser.
Ja, die Zündung stimmt auch. Ich glaube, wir tasten uns langsam ran. So, ich habe den Motor jetzt mal so 10 Minuten laufen lassen. Und die Gasannahme. Ist schon besser geworden, aber ist noch so ein bisschen träge. Also falls jemand weiß, woran das liegt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich den noch nicht gefahren bin. Also er ist ja über 20 Jahre nicht gefahren. Und dass ich dann erstmal alles einlaufen muss. Es gibt viele Möglichkeiten, was es noch sein kann. Falls jemand von euch weiß, woran es liegen könnte, könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten sind wir hier am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal.